Wir sind jetzt hier beim Frankfurter Honda-Händler, dem Honda Center Vogel heißt es, glaube ich, hinten nach der Hanauer, die mir netterweise gestattet haben, eine Testfahrt und ein Review der neuen 2016er African Twin oder CRF 1000L zu machen. Das ist die Version, habe ich gerade erfahren, ohne Doppelkupplungsgetriebe, aber mit Traktionskontrolle, einstellbarer und ABS. 998 Kubik. Die Maschine ist jetzt erst 1000 Kilometer gefahren und ich habe jetzt ein bisschen Zeit, diese Maschine mal auszutesten. Und ich bin kein Experte, aber ich versuche mal einen relativ unvoreingenommenen Eindruck zu vermitteln. Ich fahre sonst und bisher ausschließlich Tourer- und Sportmaschinen. Dementsprechend ist jetzt eine Maschine dieses Kalibers was ganz anderes. Und dementsprechend mal gucken, wie sie läuft. Ja, Schlüssel umdrehen hilft. Und los geht's. Macht einen guten Eindruck bisher, eine gute Übersicht. Das ist absolut ungewohnt, so weit oben zu sitzen. Aber gar nicht so schlecht. Hat eine gute Agilität. Dafür, dass er so groß ist, fühlt sich überhaupt nicht schwer an. Ah, das Tuckern ist wunderschön. Sie federt weich ab. Das ist echt gut. Hallo. Oh, hat guten Zug. Wir gucken, die kleine Autobahnrunde. Und schon sind wir bei 115. Alter, ist das ein Fahrgefühl? Das ist so geil. Jetzt ziehst du am Gas und die treibt nach vorne. Und zwar einfach aus dem Bauch raus. Nicht wie bei meiner, wo du die Drehzahl hast, die unendlich zieht und dir wirklich die Plomben aus den Zehen drückt. Hier hast du einfach. Oh, die knallert los, da hebt sich das Vorderrad aus der Federung. Schön. Gucken wir doch mal, das soll ich mal. Uiuiuiuiuiuiui. Das ist unglaublich. Ich komme mir vor, wie als würde ich mitten in der Luft sitzen. So einen Meter höher als sonst Kraft hatte. Wie gesagt, 998 Kubik, daraus schafft es 95 PS, aber 98 Newtonmeter Drehmoment. Das ist, ui, und die Motorbremse haut rein. Die Kraft merkst du. Lassen wir die mal vorbei. Die haben es eilig. Geschwindigkeit, Tankanzeige, Traktionskontrolle, Uhrzeit, Ganganzeige, Lufttemperatur, Durchschnittsverbrauch. Was haben wir da unten? Ah, Temperatur und Kilometerzähler. Und ich kann hier auswählen, was haben wir sonst noch? Trip A, B, Total. Achso, okay, das ist wie bei meiner. Nicht schlecht. Ich muss sagen, also sie macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Die Federgabeln sind Monster. Das ist, ich glaube, ein 17,5 Liter Tank. Also da passt auch ein bisschen was rein. Das Modell mit ABS und Traktionskontrolle hat, das ist sozusagen das erste Paket, was man haben kann. Grundpreis sind hier 12.100 Euro ab Händler. Und für den Aufpreis, der ich glaube bei 600 Euro liegt, kriegst du dann das Adventure-Paket mit, wie gesagt, Traktionskontrolle, ABS, den Handschützern und ich glaube noch eins, zwei anderen Sachen. Weiter. Also ich sitze bequem, es ist unheimlich bequem, es ist gut gepolstert. Es fühlt sich einfach klasse an. Und die zieht, das ist. Junge, Junge, Junge. Sehr agil, sehr federnd bei
bei dem Schwenkeln. Ich bin jetzt nicht so experienced, dass ich hier mit 120 um die Kurve und Fuß auf dem Boden, also ich bin kein Supermotofahrer, noch nicht. Aber ich habe zumindest das Gefühl, dass du mit der auch, solange du so plus minus gerade hältst, ich meine, das ist nun mal keine Supermoto, dass du damit richtig Spaß haben kannst, auch im Gelände. Standfestigkeit testen. Ja, fährt mal schön hoch. Das ist... Also man kann gut auch über hopplige Sachen fahren. Hier voll hopplig. Die federt gut. Also ich merke es ein bisschen in den Armen. Aber wenn ich das vergleiche zu, wie es wackelt, wenn ich mit meiner hier lang fahre, da ist das ein Weltenunterschied. So, Alter, ich bin 2 Meter höher als sonst. Das ist unglaublich. Also mit den Füßen steht man echt gut. Ich komme noch auf die Bremse, ich komme noch an die Schaltung. Ich werde es jetzt aber nicht übertreiben, denn hier ist überall noch feucht, aber... Also die würde ich gerne mal Offroad nehmen. Das war schlammig, aber... die lässt sich gut steuern. Also man merkt, dass du gegensteuern musst und dann reagiert sie auch sehr, sehr sanftmütig. Mit Sonne. Das ist geil. Und das ABS greift unheimlich gut. Nicht schlingend, nicht stotternd. Man kriegt eine Rückmeldung dazu. Es ist windig, das merke ich am Helm. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ich merke sonst den Wind minimal an den Schultern. Ich gebe zu, ich bin jetzt kein Schrank. Aber ich bin jetzt auch nicht gerade irgendwie so ein Strich in der Landschaft. Ich würde sagen, von Körperproportion her normal. Ich kann wunderbar gut stehen, ich kriege beide Beine auf den Boden. Ich bin 1,86. So, also in der Kurve macht sie sich sehr gut. Bei der Gelegenheit, ich kann jedem empfehlen, ein Schräglagentraining zu machen. Sofern er eben nicht gerade eine Supermoto oder Enduro fährt. Da kriegt man ein sehr gutes Gefühl für, wie man in Notsituationen oder generell ausweichen kann. Wie viel Steuerbarkeit man wirklich noch aus seiner Maschine rausholen kann. Und schon blubbert sie wieder aus den unteren Drehzahlen, das ist unglaublich. Also die Zugkraft, die dieses Aggregat entwickelt, ist Hammer. Ist einfach nur klasse. Und ganz ehrlich, obwohl ich jetzt nicht spritsparend gefahren bin, sind 5,9 Liter durchschnittlich echt kein Riesenverbrauch. Das ist also für so ein Aggregat, für ein 1 Liter Aggregat, geht das echt klar. Und ich könnte die ganze Zeit einfach nur am Gas ziehen, um diesen Motor zu hören. Das ist... die Maschine ist gut austariert. Uiu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 
Da hat einer wohl Ärger gekriegt. Das sah so aus wie, aber ich fahre doch gar nicht schnell. Und die Polizistin sagt, doch, sie sind so schnell gefahren, wir haben sie gemessen, das kostet jetzt. Ich werde auf jeden Fall einen Link in die Beschreibung packen zu den technischen Daten zum Africa Twin Portal bei Honda. Da können die Technikfreaks sich dann alles ganz genau durchlesen oder ja, alle Leute, die einen Bürofahrt ausmachen wollen oder einfach was dazu lesen wollen, finden da dann alle notwendigen Infos, vermute ich mal. Ich krieg kein Geld dafür, ich krieg keine Boni oder sonst was von Honda dafür. Ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht. Und bin sehr froh, dass das so kurzfristig geklappt hat. Danke nochmal an die Jungs und Mädels vom Honda Center Frankfurt. Dann sage ich mal danke für das Zuschauen. Ich hoffe, ich habe, auch wenn ich sicherlich jetzt damit das Rad nicht neu erfunden habe mit dem Review, dem einen oder anderen vielleicht eine Idee gegeben oder Lust drauf gemacht, das Bike auch mal zu fahren. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns, falls ich nicht irgendwie von irgendwelchen Autos hier platt gemacht werde, demnächst wieder. In diesem Sinne, auf Wiedersehen!